Mein Name ist Ulrike Zuball und das ist Zeichensetzung. Ich begrüße Sie zur Folge 10 der Reihe über Geschichte und Fiktion. Und heute habe ich mir eine Autobiografie herausgesucht vom letzten Kaiser von China, Puyi. Auf diese Sitzung heute habe ich mich schon gefreut und es ist eine spannende Autobiografie, die ich Ihnen vorstellen will. Puyi, geboren am 7. Februar 1906 in der Nähe von Peking, stammte aus dem chinesisch-kaiserlichen Clan der Aisin-Gioro. Gestorben ist er am 17. Oktober 1967 auch in Peking und er war von 1908 bis 1912 der 12. und letzte Kaiser der Qing-Dynastie in China, der Manchu-Dynastie, die seit 1644 China dominiert hatte. Sein Schicksal ist geprägt durch den Zerfall des chinesischen Kaiserreichs, den Übergang zur Republik, die Besetzung weiter Teile Chinas und vor allem auch der Mandschurei durch Japan im Zweiten Weltkrieg, durch seine Gefangennahme von Seiten der Sowjets und seine Auslieferung schließlich an das kommunistische China, an die Volksrepublik China, wo er umerzogen wurde und 1967 als einfacher Bürger gestorben ist. Eine sehr spannende Biografie, auf deren Merkmale, die für mich wichtigen Merkmale, ich gleich und im Folgenden auch noch eingehen werde. Er war also Kaiser von China zwischen 1908 bis 1912, das heißt im Alter von 2 Jahren wurde er intronisiert. Der kinderlose Kaiser Guangxu lag im Sterben, die Kaiserin-Witwe Cixi, eine grausame Herrscherin, setzte den 2-jährigen Puyi am 13. November als Kaiser ein und überführte ihn in die verbotene Stadt. Das tat sie wohl, um letzten Endes die Regentschaft, die Macht zu behalten. Sie war eine Nebenfrau des vorherigen Kaisers gewesen, des vorvorherigen Kaisers gewesen, Xiangfeng, hatte mit ihm einen Sohn gehabt, Hongxi, der seinem Vater als Minderjähriger gefolgt war. Der rebellierte gegen sie und im Alter von 18 Jahren starb er. Sehr wahrscheinlich wurde er von ihr vergiftet, von seiner eigenen Mutter vergiftet. Seine schwangere Ehefrau starb binnen kurzer Zeit ihm hinterher, auch umgebracht von der Cixi. Dann setzte sie ihren 3-jährigen Neffen, den Guangxu, ein. Das war Puyis Onkel und auch um ihn sozusagen ruhig zu stellen, setzte sie schließlich Cixi den 2-jährigen Puyi ein, um ihre politischen Ziele weiterverfolgen zu können. Sie starb aber kurze Zeit drauf, einen Tag nach dem Tod des Guangxi, sodass es nicht mehr zu ihrer weiteren Regentschaft kam. Puyi war nun Kaiser von China, wuchs auf in der verbotenen Stadt, die er dann ausführlich in seiner Autobiografie auch schildert, mit einer Unzahl von Dienstboten, Eunuchen, von Konkubinen, von Kaisern, Kaiserinnen, Witwen, unter einem strengen kaiserlich-chinesischen Protokoll, das ihn auch ganz entscheidend geprägt hat. Nun, das war die Zeit, in der China immer mehr in Bürgerkriegswirren verfiel. Schließlich kam 1911 eine Revolution zustande, die das Ende der Monarchie ausrief und den Beginn der Republik.
Der erste Regent in dieser Republik, chinesischen Republik, war Sun Yat-sen, den werden viele von Ihnen vom Namen her kennen. Puyi wurde mit den Kaiserinnen Witwen und Eunuchen und Konkubininnen in der verbotenen Stadt weiter beherbergt. Bis 1924 lebte er dort, bekam eine großzügige Abfindung und konnte am konservativen Hofstaat sozusagen festhalten. Ihm zur Seite stand eigentlich nur seine arme Momo, die ihn bis 9 Jahre dann auch entscheidend geprägt hat in den Anteil einer von Humanität, die ihn dann auch ausmachte, obwohl er ein sehr grausamer Herrscher war, nicht wissend, was er da tat, eben auferzogen, auch in einer absoluten Verehrung, einem göttlichen Kaiser, gottähnlichen Kaiser kann eben, muss aller Respekt entgegengebracht werden, er kann tun und lassen, was er will. Diese Amme hat ihn schon ein wenig auch humanisiert. Sie wurde dann plötzlich aus dem Palast herausgewiesen, als er 9 Jahre alt war, und dann war er allein auf sich gestellt, bekam Unterricht, vor allem in der traditionellen chinesischen Literatur, also vor allem eben auch Konfuzius, darauf komme ich auch später noch zu sprechen, zum Teil im Unterricht mit seinen Nichten und Neffen und seinen Brüdern und Schwestern. Es kam mal zu einem ganz kurzen Restaurationsversuch 1917, der aber nicht großen Erfolg hatte, er nur ein paar Tage dauerte und danach war er wieder entthront. Ab 1919 bekam er einen skottischen, schottischen, britischen Kolonialbeamten als Lehrer zur Seite gestellt, was eine gewisse Modernisierung in den Palast hineinbrachte und die Öffnung dieses Puyi Richtung Europa, Richtung Abendland, eben vor allem dann auch England. Der Bürgerkrieg brach aus in China. Die Nord- und Südhälfte Chinas trennte sich immer mehr. Bürgerkriegsgeneräle übernahmen die Herrschaft. Es herrschte Entschuldigung, ein großes Tohuwabohu und immer, also bis zur Umerziehung eigentlich durch dann das Volkschina, also ab in der Mao-Zeit, hoffte Puyi auf eine Restauration des chinesischen Kaiserreichs, auf seine Inthronisierung als Kaiser wieder. Mehrere Generäle pushten sich an die Macht. Schließlich gelingt ihm die Flucht mit einem. Nein, zunächst kommt er zu seinem Vater in einen nördlichen Herrschaftssitz. Also er verlässt die Bo verbotene Stadt. Und dann gelingt ihm die Flucht in die Hafenstadt Tianjin 1925 bis 1931. Hält er sich dort auf. Über den Umweg des Botschafterviertels in Peking, in der verbotenen Stadt am Rande, hatten sich die internationalen Botschafter ihre Residenzen eingerichtet. Und dorthin gelang ihm die Flucht in die japanische Botschaft und diese Unterkunft bei den Japanern bedeutete für ihn, dass er immer unter einem größeren Einfluss der Japaner geriet, die sie ja in dieser Zeit auch ausgriffen über Korea in die Mandschurei, also in den Norden Chinas und von dem Norden Chinas dann eben eine Invasion ab den 1937 nach Zentralchina hinein ausübten.
Also am 23. Februar 25 übersiedelt Puyi erstmal nach Tianjin. Das ist eine Hafenstadt, die eben im Osten Chinas liegt, nicht sehr weit entfernt von Peking, im Nord, etwas südöstlich von Peking. Und dort begibt er sich in japanisches Herrschaftsgebiet und bezieht dort eine herrschaftliche Villa. Nun kommt es aufgrund des sogenannten Mukden-Zwischenfalls, das war ein Sprengstoffanschlag, der angeblich von Chinesen ausgeübt wurde, aber eigentlich von japanischen Offizieren verübt wurde, zu einem Konflikt zwischen Japan und China. Und es kommt so weit, dass die Japaner die Mandschurei besetzen können und aus der Mandschurei einen Satellitenstaat machen wollen. Dafür benötigen sie den alten Qing-Kaiser Puyi, den Mandschu-Abkömmling, und etablieren ihn als Kaiser von Mandschukuo, dem neu gegründeten Reich Mandschukuo, zwischen 1932 bzw. 34 bis 1945 dort als Regent und anschließend als Kaiser dieses Reiches. Puyi siedelt über in die Hauptstadt von Mandschukuo, Xinjing, heute Changchun in der östlichen Mandschurei. Das ist südlich von Harbin. Harbin wird Ihnen vielleicht auch ein Begriff sein. Das ist so auf, naja, so nordöstlich von Wladiwostok. Wir haben ja am Meer eben noch einen kleinen Streifen Sowjetunion, Wladiwostok, und westlich davon die große Mandschurei, die heute dann wieder zu China gehört. Und in dieser Mandschurei, in diesem Reich Mandschukuo, regierte nun Puyi von 1932 bis 1945. Eigentlich hat er nicht regiert, eigentlich haben die Japaner regiert. Er war nur ein Aushängeschild, das sie benutzen könnten, um die einheimische Bevölkerung der Mandschuren auf ihre Seite zu bringen. Er bekam Handlungsdirektiven aus Tokio, wurde den Japanern gänzlich untergeordnet, musste seinen chinesischen Ahnenkult aufgeben und die japanische Sonnengöttin, die Ahnen des japanischen Kaisers anbeten, war vollkommen isoliert und bekam auch immer stärkere paranoide Züge, Angstzustände, die ihn auch bis ins Alter hinein verfolgt haben, weil er ständig beaufsichtigt wurde, ständig hatte er einen Schatten an seiner Seite. Er konnte nichts tun und lassen. 1945 war Japan dann ja eben militärisch besiegt. Die japanische Armee stellte sich der Sowjetunion, die von Norden her die Mandschurei angriff, nicht zum Kampf, sondern zog sich nach Süden zurück. Das Land verfiel in Chaos. Puyi versuchte nach Japan zu fliehen, wurde aber von den Sowjets in der Mandschurei gefangen genommen und kam schließlich nach Chabarowsk in die Sowjetunion. Das ist eine Stadt, die schon in der Sowjetunion liegt, jenseits der Nordgrenze der ehemaligen Mandschurei. Er lebte dort unter relativ milden Bedingungen in Gefangenschaft, wurde dann auch im Internationalen Kriegsverbrechertribunal in Tokio als Zeuge verhört, erklärte sich für vollkommen unschuldig, er hätte keinen Anteil an den Kriegsverbrechen der Japaner.
blieb bis 1950 in sowjetischer Haft und wurde dann an die Volksrepublik China, die beherrscht wurde von Mao Zedongs Kommunisten, ausgeliefert. Dort unter chinesischer Herrschaft kam er wieder ins Gefängnis von Fujun. Das ist nun wieder ein Gefängnis, was in der Mandschurei lag, südlich der ehemaligen kaiserlichen Hauptstadt, die heute Changchun heißt. Dort genoss er eine Umerziehung mit seinem Bruder, seinem Schwiegervater, Neffen und wurde zum schließlich zum loyalen Bürger der Volksrepublik China und in einem Gnadenerlass 1959 aus der Haft entlassen, nach 9 Jahren Gefängnis von Fujun. Bekam eine Anstellung als Gärtner in Peking, lebte dann in Peking, wurde schließlich sogar ins politische Konsultativkonferenz des chinesischen Volkes zum Mitglied des Nationalkomitees gewählt, arbeitete als Redakteur für eine Literaturzeitung, für die Literaturabteilung einer Zeitung und brachte schließlich 1964 eine dreibändige Autobiografie heraus, die dann unvollendet ist, weil sie eben die letzten Jahre seines Lebens als Bürger der Volksrepublik nicht mehr schildern konnte. 1964 wurde bei ihm ein Nierenkrebs diagnostiziert und an ihm starb er dann tatsächlich am 17. Oktober 1967. Er wurde schließlich bei seinen Ahnen bestattet. Seine Urne liegt auf dem Friedhof von Peking, einem Friedhof von Peking, außerhalb der Stadt, wo seine Ahnen, die 9 Qing-Kaiser, 3 Kaiserinnen, 69 Prinzen und kaiserliche Konkubinen bestattet liegen. Po Ying war mehrmals verheiratet, gleich am Anfang 1922 musste er mit 2 Frauen heiraten, eine Kaiserin und eine kaiserliche Nebenfrau, eine Konkubine. Diese Konkubine ließ sich relativ bald dann von ihm scheiden. Seine erste kaiserliche Frau starb 1946 an Opiumsucht. Er nahm dann nochmal eine weitere Kaiserin zur Ehefrau, die auch aus unerklärten Umständen sprach. Wahrscheinlich wurde sie umgebracht. Schließlich heiratete er in der Volksrepublik 1962 zum letzten Mal eine Krankenschwester, die an seiner Seite geblieben ist bis zu seinem Tod. Berühmt ist die Autobiografie von Po Yi: Ich war Kaiser von China, vom Himmelssohn zum neuen Menschen, der Begriff des Mao Zedong-Reiches, die Autobiografie des letzten chinesischen Kaisers. Berühmt ist diese Biografie durch eine Verfilmung von Bertolucci geworden, die sehr viele 9 Oscars insgesamt bekommen hat und die, denke ich, viele von Ihnen auch gesehen haben werden. Diese Autobiografie ist geschrieben worden von ihm, aber mit Hilfe sehr vieler Ghostwriter. Nicht zuletzt auch mit Menschen, die eben im Sinne des kommunistischen Staates Eingriffe in den Text gemacht haben, ihn richtig korrigiert haben, was sie eben für richtig hielten. Und das ist so auch sehr oft eine Kritik an dem Werk, dass er eben zum Schluss seine Veränderung, seine Wandlung zum neuen Menschen in dieser Volksrepublik sehr euphorisch, sehr positiv geschildert habe und dass das halt eine Gehirnwäsche gewesen sei. Darauf will ich auch noch zu sprechen kommen. Ein außergewöhnliches Werk, erstaunlich.
lesenswert, spannend geschrieben. Also ich habe es sehr gern zum zweiten Mal gelesen. Ich habe es als junge Frau gelesen und jetzt eben wieder. Und ich muss Folgendes sagen, es sind sehr, sehr viele chinesische Namen von Personen, von Orten, alles Mögliche. Und manchmal ist das etwas mühselig zu lesen. Ich persönlich habe das auch an manchen Stellen etwas nachlässig gelesen. Also ob ich nun jeden Bürgerkriegsgeneral wirklich als Person nachvollziehen kann, das bezweifle ich ganz stark. Mir war es wichtig, die großen Linien in dieser Autobiografie zu erfassen. Und als solche empfehle ich es Ihnen auch. Wirklich, lesen Sie das Werk, um einen Eindruck zu bekommen in ein außergewöhnliches Leben. Es ist ein beeindruckendes Zeitzeugnis. Wenn man interessiert ist an diesem Riesenstaat China, vor allem an seiner Entwicklung im 20. Jahrhundert, an einem Staat, einem Reich, das übergegangen ist von den ältesten, antiquiertesten Traditionen zu einem ganz modernen Staat, von einem jahrtausendalten Kaiserreich zu einem modernen kommunistischen Einheitsstaat, dann sollte man diese Memoiren lesen. Man erfährt viel noch über das alte China. Man erfährt viel über dann den Ersten Weltkrieg, die Zwischenkriegszeit, die Expansion Japans, über den Zweiten Weltkrieg und dann doch einiges über die neue Mentalität in der neuen Volksrepublik unter Mao Zedong. Der Fokus in dieser Autobiografie liegt auf Nordchina. Sehr früh verlässt Puyi ja dann Peking und zieht schließlich in die Mandschurei, also dieses große Gebiet nördlich von China. Also wir haben eben, wenn Sie sich die Landkarte vorstellen, Sie haben Korea, Südkorea, Nordkorea und angrenzend an Nordkorea, Pyongyang, kommt dann diese große Mandschurei, die am Meer nur von einem schmalen Korridor Sowjetunion begrenzt ist. Diese Mandschurei war die Heimat der Qings, der Mandschuren-Dynastie, die von 1644 bis 1911 bis zur Absetzung Puyis China regiert hat, die Zöpfe eingeführt haben und die nun auch ein Kaiserreich, was gerade in den letzten Jahren auch ganz stark, also im 19. Jahrhundert, geprägt war von der Kaiserin-Witwe Cixi, aber auch von Eingriffen Europas in dieses große Reich. Immer mehr erhalten England, Frankreich, auch die Deutschen Einfluss in China. Denken Sie an den Boxeraufstand. Das sind, und natürlich Japan, viele Kriege zwischen Japan und Russland, die die Macht des alten Kaiserreichs immer stärker eingegrenzt haben. Man kann nun bei dieser Autobiografie nun wirklich verfolgen den Weg von Puyi, der zunächst eben in Peking, in der verbotenen Stadt, lebt, dann in diese Hafenstadt an der Küste kommt, Tianjin, von dort an nach Port Arthur, Dalian, heute Lushan, genannt. Das ist eine kleine Halbinsel, sozusagen westlich von Nordkorea.
Dann kommt er von dort in die Mandschurei, in die Hauptstadt der Mandschurei, die damals Xinjing hieß und heute Changchun heißt, weil sie wieder zu China gehört. Dann flieht er nach Süden, wird von der Sowjetunion gefangen genommen und kommt schließlich wieder zurück in die Mandschurei, wo er im Gefängnis von Fushun bleiben muss. Das ist auch in der, ja, kann man sagen, ziemlich in der Mitte der Mandschurei, um schließlich am Ende wieder in Peking zu landen. Also er durchlebt, durchreist Nordchina und die Mandschurei. Einmal im Leben kommt er dann auch tatsächlich nach Japan, nach Tokio. Aber mehr weiß er von seinem großen Kaiserreich eigentlich nicht. Das große Reich der Mitte hat er nur im Norden erlebt. Er war nie im Süden gewesen, weil auch da die Bürgerkriegswirren ihm das nicht erlaubt haben. Vor allem der Anfang, sein Leben in der verbotenen Stadt, eröffnet uns nun einen Einblick in die alten Traditionen des alten Kaiserreiches, des Jahrtausende alten Kaiserreiches. Wir erleben Kaiserinnen, wir erleben Konkubinen, wir erleben Eunuchen, wir erleben, wie sie herrschen, wie sie, was für eine starke Hierarchie unter ihnen bestand. Wir erfahren, wie viele Frauen ein traditioneller Kaiser haben durfte, wie viele Frauen er gehabt hat. Wir erfahren etwas über seine Frauen, die auch durch die Flucht und Untätigkeit, die Gefangenschaft, das letztlich Gefangenschaft durch die Japaner, sich dem Opiumkonsum hingegeben haben und schließlich daran gestorben sind, weil sie eben in einem Gefängnis nicht mehr an Opium kamen. Wir erfahren von vielen frühen Toten, sehr überraschenden Toten. Da wurden einige Kaiser vergiftet, einige Kaiserinnen umgebracht. Die Cixi war vor allem eine grausame Kaiserin, Witwe. Sie war ursprünglich eine Konkubine gewesen, hat sich dann aber als Kaiserin Witwe etablieren können. Und als ihr Sohn nicht das tat, was sie wollte, nämlich rebellierte, brachte sie ihn um und erstickte die schwangere Schwiegertochter in einem Teppich. Folter, Prügelstrafen, das war gang und gäbe in der verbotenen Stadt. Man lebte in Furcht und Angst und diese Furcht und Angst hat sich übertragen auf Puyi. Schon als Kind und dann später vor allem eben auch durch die Wirren des Bürgerkrieges, das Ausgeliefertsein an die Japaner, die Angst vor den Sowjets und schließlich vor den Kommunisten Maos, das hat ihn ganz entscheidend geprägt, ganz zu schweigen auch vor die Angst vor den Japanern. Wir erfahren sehr viel in dieser Kaiserstadt, von den Streitigkeiten der Frauen untereinander um den ersten Rang. Und sehr eindrücklich finde ich, wie seine eigene leibliche Mutter umgekommen ist. Das will ich Ihnen doch vorlesen. Und zwar war Puyi Kaiser. Aber sein Vater und dessen Frau, also seine leibliche Mutter, lebten noch als Regenten und beherrscht hat die verbotene Stadt eine Kaiserin Witwe, die eine ehemalige Konkubine gewesen ist. Und in seinem Wahn von seiner Kaisermacht überzeugt, ließ Puyi sich einmal zu einer hochtrabenden Rede hinreißen
Und da sagt er Folgendes. In der ganzen Geschichte unserer Dynastie hat es nie einen Kaiser gegeben, der eine einfache Konkubine des vorangegangenen Kaisers erlauchte Mutter genannt hat. Und was ist diese Frau anderes als eine niedrige Konkubine? Sollen denn alle Unterschiede zwischen Kaiserinnen und Konkubinen fallen gelassen werden? Ja? Wie kann man von uns verlangen, die Jade-Konkubine erlauchte Mutter zu titulieren und ihr zu gehorchen? Jetzt war diese Jade-Konkubine, die ehemalige Jade-Konkubine, empört und lud nun Puyis leibliche Mutter und Großmutter zu sich in die Residenz ein und tobte. Besonders meine Großmutter wurde ganz fahl vor Schreck und warf sich zitternd mit meiner Mutter zu Boden. Sie versprach, auf mich, auf den Enkel einzuwirken. Jetzt kommen Mutter und Großmutter aufgewühlt zu ihm und sagen, um Gottes Willen, das darfst du doch nicht tun. Schließlich kann er ihren Tränen nicht widerstehen und verspricht, sich bei dieser ehemaligen Konkubine zu entschuldigen. Ja? Er wirft sich hin, er geht zu der Konkubine, stottert, ohne sie anzusehen, erlauchte Mutter, wir haben gefehlt, und verdrückt sich wieder. Zitat, 2 Jahre später erhielt ich die Nachricht, meine Mutter habe sich das Leben genommen. Meine leibliche Mutter hatte als Tochter Runglus und Protégé Tsisis, also Tsisis, nie ein schlechtes Wort gehört und konnte die unerwartete Zurückweisung nicht verwinden. Sie muss gleich nach ihrer Rückkehr aus dem Palast der ewigen Harmonie Opium geschluckt haben. Das finde ich doch sehr beeindruckend. Also, dass jemand, der sein ganzes Leben lebte als hochgeachtete Frau, als Kaiserin, Mutter, aufgrund einer Beschimpfung sich das Leben nimmt, das Gesicht verloren zu haben, glaubt, oder verloren hat und sich dann umbringt. Das hat mich doch sehr, sehr stark beeindruckt. Und er war eigentlich schuld am Tod seiner Mutter. Wir erfahren von Plündereien des Reichtums des kaiserlichen Palastes. Jeder stiehlt dort. Vor allem auch die Eunuchen stehlen und verkaufen. Auch hier wird geschildert, warum, weil auch das Eunuchendasein kein einfaches gewesen ist. Wir erfahren vom traditionellen Kaisergelb. Alles, was der chinesische Kaiser anhatte, war gelb. So oft ich an meine Kindheit zurückdenke, legt sich ein Schleier von Gelb über meine Erinnerungen. Die glasierten Dachziegel waren gelb, die Sänfte war gelb, die Sesselkissen waren gelb, das Futter meiner Kleider und Hüte, der Gürtel um meine Hüfte waren gelb, die Schalen und Teller, aus denen ich aß und trank, waren gelb, die Einbände meiner Bücher, die Vorhänge in meinen Zimmern, die Zügel meines Pferdes. Es gab nichts um mich, was nicht gelb war. Diese Farbe, das sogenannte strahlende Gelb, war ausschließlich Privileg der kaiserlichen Familie und flößte mir schon von klein auf das Bewusstsein ein, ich sei etwas Einzigartiges und besäße eine himmlische Natur, die mich von allen anderen Menschen unterscheidet. Ein sehr schönes Bild eben aus dem Film von Bertolucci, das kaiserliche Gelb. Sehr schön auch geschildert, die Drachenrobe. Kaiser Puyi hatte eine Drachenrobe, auf die er großen Wert legte, denn eine Thronbesteigung kam nur in Frage mit Hilfe dieser Drachenrobe. Und als er es schließlich schafft, vom Regenten zum Kaiser in der Mandschurei, in Mandschuguo,
gekrönt zu werden, verlangt er, dass er von den Japanern, dass er das eben in der Drachenrobe tun kann. Die japanische Regierung will ihn nun zum Kaiser von Mandschukuo ausrufen lassen. Ich war außer mir vor Freude. Die Drachenroben. Ich würde zu meiner Intronisation Drachenroben tragen. Sofort ließ ich eine vollständige Garderobe aus Peking kommen. Aber gerade als diese Roben nun eingetroffen sind, erklärt man ihm, dass die japanische kaiserliche Armee, die Kwantung-Armee, wünscht, dass er die Gala-Uniform eines Generalissimus aller Truppen zu Land, zu See und zu Luft anzuziehen habe, also eine Militäruniform. Nein, das ist unmöglich, protestierte ich entrüstet. Ich bin ein Spross der Aisin Gyoro. Wie dürfte ich es wagen, mich vom kaiserlichen Zeremoniell meiner Vorfahren abzuwenden? Was würden die Mitglieder meines Clans denken, wenn sie mich in einer ausländischen Uniform den Thron besteigen sähen? Aber die Japaner bestehen drauf und so muss ich Puyi fügen. Und er kommt zu folgendem Kompromiss. Am 1. März 1934 vollzog ich, in kaiserliche Drachenroben gewandet, auf einem irdenen Altar im Osten von Changchun, das alte Ritual, dem Himmel meine Thronbesteigung anzusagen. Danach kehrte ich in die Residenz zurück, um mich in den Generalissimus, in die Uniform des Generalissimus zu kleiden. Eindrücklich finde ich auch, wie das, was wir aufgeklärten Europäer Aberglauben nennen würden, wie lange das für ihn eine große Rolle spielt. Also zum Beispiel Divinationsstäbchen, mit denen man die Zukunft befragt. Oder das Befragen eines Wahrsagealtars. Noch in den 30er Jahren in der Mandschurei, das ist vollkommen normal für ihn. Er wird immer mehr Buddhist im Laufe seines Lebens, aber die alten Wahrsagemöglichkeiten des alten Kaiserreichs, die bleiben in seiner Umgebung gang und gäbe. Ich komme auf seine Schulausbildung zustatten. Er hat gelernt, die klassischen chinesischen Klassiker. Also von 1911 bis 1922 studierte er die 13 konfuzianischen Klassiker. Das Buch des großen Lernens, die Kommentare des Chu Zi, die Sammlung väterlicher Lehrsprüche. Alles das, das merkt man dann auch im Laufe seiner Autobiografie, wie er Konfuzius zitiert. Von meinem 13. Altersjahr an wurde dann mein Studienprogramm um Englischstudien erweitert, was hieß, dass ich nunmehr den English Reader, Alice in Wonderland und eine englische Fassung der vier Bücher, vier der 13 konfuzianischen Klassiker, zu lesen bekam. Aber in all den 11 Jahren habe ich nicht einmal die vier Grundrechnerarten gelernt, von Naturwissenschaften ganz zu schweigen. Und diese Ausbildung in den Klassikern der Chinesen, das merkt man durch das ganze Buch hindurch. Möchte es an zwei Beispielen klar machen. Irgendwann fangen die Japaner in der Mandschurei ihn an, Eure Exzellenz zu nennen, statt, wie er es erwartet, Eure Majestät. Und nun ist er vollkommen fassungslos. Genau, 242.
Er ist vollkommen fassungslos, empört, denn, so schreibt er, wenn die Namen nicht mehr stimmen, geraten die Worte in Unordnung, und wenn die Worte in Unordnung sind, dann lässt sich nichts mehr vollbringen. Ich muss die Kwantung-Armee ernstlich bitten, dies zu bedenken. Aber die kümmern sich nicht drum und reden ihn weiter mit Eurer Exzellenz an. Und das, was er nun ihn gegenüber den Japanern vorgebracht hat, war ein Zitat von Konfuzius aus den konfuzianischen Klassikern, Zitatseite 79. Ja? Da sagt Konfuzius zu einem Schüler: Stimmen die Namen und Begriffe nicht, so ist die Sprache konfus. Ist die Sprache konfus, so entstehen Unordnung und Misserfolg. Gibt es Unordnung und Misserfolg, so geraten Anstand und gute Sitten in Verfall. Sind Anstand und gute Sitten in Frage gestellt, so gibt es keine gerechten Strafen mehr. Gibt es keine gerechten Strafen mehr, so weiß das Volk nicht, was es tut und was es lassen soll. Darum muss der Edle die Begriffe und Namen korrekt benutzen und auch richtig danach handeln können. Er geht mit seinen Worten niemals leichtfertig um. Ja? Also deswegen diese nach Konfuzius eben so wichtig, richtig betitelt zu werden, weil das eben die Ordnung in einem Reich in der Sprache auch deutlich macht. Ein zweites hübsches Beispiel habe ich gefunden. Wenn er auftritt und jemanden empfängt, dann bemüht er sich, Puyi mit dem Gesicht nach Süden zu sitzen. Das wird hier nicht weiter erklärt, ist aber ganz wichtig, weil mit dem Gesicht nach Süden zu sitzen bedeutet laut Konfuzius eben zu herrschen. Und dafür gibt es eine sehr schöne Erklärung in dieser Ausgabe des konfuzianischen Klassikers, die ich Ihnen nicht vorenthalten will. Mit dem Gesicht nach Süden, das bedeutet herrschen, genau. Im alten China gilt der Süden als eine besondere Himmelsrichtung. Bei den Chinesen alter Zeit bestand die Vorstellung von der Unendlichkeit des Südens. Die Wiege der chinesischen Kultur stand am Gelben Fluss, dem Huanghe. Bei der Expansion der chinesischen Kultur gab es lediglich in südlicher Richtung keine nennenswerten geografischen Hindernisse, denn nach Norden stieß man auf die Gebirge, im Westen traf man auf die Wüste und im Osten begann das Meer. Dagegen schien das Land in südlicher Richtung kein Ende zu nehmen. Hinzu kommt, dass durch die Gründung der Shu-Dynastie das Verhältnis zwischen Ost und West zu einem innenpolitischen Spannungsfeld geworden ist. Und so weiter und so fort. Jetzt geht er eben auf die frühe Phase des chinesischen Großreiches ein. Die Völker im Süden waren kein Hindernis. Sie wurden von den Chinesen assimiliert oder verdrängt. So glaubten die Chinesen, das Land im Süden gehöre ihnen von Natur aus. Also in Blickrichtung Süden gucken heißt herrschen, über die Welt herrschen, ja, über die ganze Welt herrschen. Sehr schön finde ich auch noch Folgendes. Irgendwann hört Puyi das Wort Partei. Und es gäbe eine Partei. Und das ist nun in seinem Kopf etwas ganz Furchtbares, denn er weiß, für eine Partei darf man niemals sein. Denn auch hier hat Konfuzius gesagt, der Edle verhält sich zu allen gleich, der Gemeine hingegen liebt Kumpanei und Cliquenwirtschaft. Also schon Konfuzius sagte, nie Partei ergreifen. Man muss immer als Edler für alle da sein und nie Partei ergreifen. Und als nun eben in diesem
in dieser Republik, der Chinesischen Republik, und dann unter Mao Zedong Partei zum normalen Umgangswort wird, da klingen ihm die Ohren und er ruft sich Konfuzius in Erinnerung. Eindrücklich finde ich die Schilderung, wie er nun unter den Chinesen, unter der chinesischen, unter der japanischen Herrschaft, Entschuldigung, der japanischen Herrschaft, von seinem Ahnenglauben abfallen muss. Die Japaner zwingen ihn, den Shintoismus, den Sonnenkult anzunehmen, den Weg der Götter, das heißt Shinto. Er muss seine ganze Tradition aufgeben und nun eben, um überleben zu können, die Sonnengöttin der Japaner anbeten, die Ahnenherrin des japanischen Kaisers sind. Und das ist für ihn ganz furchtbar. Und er versucht dann wenigstens im Geheimen immer noch seinen Ahnen zu huldigen, aber nach außen hin muss er der himmelscheinenden, strahlenden Gottheit und Ahnen der japanischen Kaiserfamilie huldigen. Ihr Kult wird zur Staatsreligion von Mandschukuo erklärt. Das ist ganz, ganz furchtbar für ihn. Sein japanischer Schatten, der ihn immer begleitet hat, der ihn nicht unbeobachtet ließ, Yoshioka, sagt zu ihm, der japanische Tenor sei ein Nachkomme der himmelscheinenden, strahlenden Sonnengöttin Amaterasu. Und jeder japanische Kaiser die Inkarnation eines Gottes. Deshalb alle Soldaten, die für den Kaiser ihr Leben ließen, wurden zu Unsterblichen, weil sie sich einem Gott geopfert hatten. Und das prägte ja nun die japanische Gesellschaft im Zweiten Weltkrieg ganz entscheidend. Puyi schildert auch, wie er Kamikaze-Fliegern begegnet, die sich ja freiwillig dem japanischen Kaiser geopfert haben, und wie diese Flieger, kurz bevor sie das Flugzeug bestiegen und geehrt wurden als Opfer für die Göttin und den Kaiser, Tränen in den Augen hatten. Die haben das nicht mit großer Überzeugung getan, aber es blieb ihnen nichts anderes übrig, denn es gab nichts Furchtbareres für die Japaner, als aufzugeben, sich auch einer feindlichen Armee zu übergeben. Wer das tat, verlor jegliche Achtung, und dementsprechend haben sie dann eben auch alle Kriegsgefangenen behandelt, die sich in japanische Gefangenschaft begeben haben, und sie haben sie grausam behandelt, wie eben nach dem Zweiten Weltkrieg herausgekommen ist. So schildert Puyi, der eben ganz lebte in diesem chinesischen Ahnenglauben, wie entsetzlich für ihn auch die Schändung der östlichen Mausoleen gewesen sind. Das waren Mausoleen, die seine Vorfahren besetzt hatten. Und die wurden nun von Truppen von Chiang Kai-sheks, von Kuomintang-Soldaten 1928 geplündert. Diese östlichen Mausoleen liegen in der heutigen Provinz Hebei im Nordosten China. Und die werden geplündert, waren prunkvoll eingerichtet, hergerichtet. Und das war ganz furchtbar für ihn. Nett finde ich auch, wie er schildert, wie er das erste Telefon bekommt. Er möchte unbedingt einfach auch jetzt unter dem Einfluss seines Englischlehrers, des Schotten, ja, ein moderner Europäer werden und moderne Errungenschaften haben. Er hat leidenschaftlich gern diese Rad gefahren, und er bekommt schließlich, nachdem er wirklich Druck gemacht hat, ein Telefon. Und kaum war das Telefon installiert, gab es Anlass zu neuem Ärger. Das Telefonamt schickte mir nämlich kurz nach dem Apparat auch ein Telefonbuch
Glückselig, jetzt, er lebt ja noch immer in der verbotenen Stadt, hat keinen Kontakt nach außen hin. Glückselig begann ich darin herumzublättern und dabei kam mir auch schon die erste Idee, wie ich mich mit diesem neuen Apparat amüsieren konnte. Ich wählte die Nummer eines berühmten Schauspielers der Peking-Oper und als der Hörer abgenommen wurde, sagte ich das Timbre beim Sprechen eines Zwischentextes in der Oper nachäffend: Ist das vielleicht Yan Xiaolu? Als die Stimme am anderen Ende lachend fragte: Und wer bist du? Legte ich schnell wieder auf. Ich war begeistert. Nun wiederholte ich das gleiche Spiel mit einem Akrobaten und dann rief ich ein bekanntes Restaurant an und bestellte dort eine Reihe auserlesener Delikatessen für eine falsche Adresse. Nachdem ich mich eine Weile so vergnügt hatte, fiel mir ein, was der Englischlehrer Johnston kürzlich von Dr. Hu Shi erzählt hatte. Was für eine Stimme der Verfasser des Gedichts Picknick am See wohl hatte. Hu Shi war ein berühmter Mann, berühmter Literat zu dieser Zeit. Neugierig wählte ich seine Nummer und wie es der Zufall wollte, nahm er selbst den Hörer ab. Ist da Dr. Hu Shi, fragte ich. Ja, ausgezeichnet. Können Sie erraten, wer wir sind? Wer sind Sie bitte? Ich kann Ihre Stimme gerade nicht richtig unterbringen. Haha, geben Sie sich keine Mühe, wir werden es Ihnen sagen. Wir sind Xuan Tung. Xuan Tung, Eure Majestät? Wir sind der Kaiser, richtig. Aber wir wissen immer noch nicht, wie Sie aussehen. Kommen Sie doch einmal in den Palast, wenn Sie Zeit haben, damit wir einen Blick auf Sie werfen können. Dieser Scherz, der nichts anderes war als ein spontaner Einfall, brachte ihn wirklich zu mir. Ja? Genau. So eben sein Umgang mit moderner Technologie. Ich habe noch etwas zu den Namen. Chinesen haben persönliche Namen, haben Clan-Namen, haben eben auch als Kaiser andere Namen. So, sein persönlicher Name ist Puyi, aber Xuan Tung war sein Name als Kaiser. Und das ist auch dann für uns Europäer immer so schwierig, einzelne Personen zu folgen, weil sie eben je nach Alter und je nach Rang unterschiedliche Namen haben. Das ist etwas verwirrend für uns Europäer. Eindrücklich finde ich dann eben auch seine Umerziehung. Er kommt in sowjetische Gefangenschaft, wird relativ milde behandelt und schließlich kommt er in die Volksrepublik und es gelingt tatsächlich der Volksrepublik, aus ihm einen neuen Menschen, das ist ein feststehender Begriff, zu machen. Er muss nun vollkommen neue Dinge lernen. Gefangenschaft. In den mehr als 40 Jahren, die hinter mir lagen, hatte ich kein einziges Mal auch nur eine Decke zusammengelegt, mein Bett gemacht oder auch nur je mein Waschwasser ausgeleert. Ja, sogar meine Füße hatte ich nie selbst gewaschen und auch meine Schuhbänder nie selbst zugeschnürt. Dinge wie einen Reislöffel, ein Messer, eine Schere oder Nadel und Faden hatte ich nie berührt. Und als ich jetzt auf einmal bei jedem Handgriff auf mich alleine angewiesen war, geriet ich in eine geradezu verzweifelte Lage. Puyi muss sehr viel lernen in der Gefangenschaft. Er gerät gegenüber anderen Gefangenen ins Hintertreffen und wird zum neuen Menschen umerzogen. Und da möchte ich doch eine kleine Bemerkung machen. Es ist so, man hat gesagt, er sei einer Gehirnwäsche unterzogen worden. Das ist sicher wahr. Wenn man jahrelang isoliert wird, wenn man jahrelang aus Angst jeden Tag Dinge hören muss, dann stellt man sich auf die Gefängniswärter ein und übernimmt ihre Rede und ihr Denken. Und das hat Puyi gemacht. Er hat selbstkritisch seine Vergehen gestanden, nach und nach.
Die Selbstkritik wird ja im neuen China bis hin zur Kulturrevolution das entscheidende Merkmal, um Leute auch zu terrorisieren. Er hat an sich selbst bis zur Selbstaufgabe Kritik geübt und positive Gefühle für seine Wächter und den neuen Staat, den neuen kommunistischen Staat unter Mao entwickelt. Man könnte es also eigentlich als eindeutig als Stockholm-Syndrom kennzeichnen, nämlich wenn ein Opfer positive Gefühle für den Geiselnehmer bekommt. Das ist typisch für so eine Situation. Und das kann man sicher auch bei ihm feststellen. Aber eines sollte man nicht vergessen. Nach dem Zweiten Weltkrieg, nach 1945, war weltweit die Hoffnung auf ein besseres Leben, auf bessere Staaten, auf bessere Regimes normal. Wir in Europa, in den USA, hofften auf eine neue Form von Demokratie und andere hofften auf eine gerechte Gesellschaft im Kommunismus. China und Mao war eben auch in der Frühphase durchaus eine Hoffnung wert. Auch bei uns, es gab viele Europäer, denken Sie nur an die Maoisten, die auch unter den Studenten ja eine größere Gruppierung dargestellt haben, die gehofft haben, dass in diesem neuen China, in diesem neuen kommunistischen Staat eine gerechtere Gesellschaft entstehen würde. Bekannt geworden ist ja auch der Biograf Mao Zedongs, Edgar Snow, der nun eben Mao Zedong in den höchsten, glühendsten Farben geschildert hat. Und man hat als Idealist alles verdrängt, was nicht in dieses positive Bild gepasst hat. Die große Hungersnot in China im großen Sprung nach vorne 1959 bis 1961, wo Millionen umgekommen sind, haben wir nicht wahrgenommen. Wir haben die schrecklichen Auswirkungen der Kulturrevolution 1966 folgende auch nur sehr vage wahrgenommen. Wir haben sie verdrängt auch zum großen Teil. Und das darf man einfach nicht vergessen. Dass dann sich dieses Regime als so grausam herausgestellt hat und für uns bis heute in weiten Momenten, gerade was die Unterdrückung der Uiguren im Westen Chinas angeht, furchtbar ist. Das war auch in den 50ern und frühen 60er Jahren, denke ich, so nicht der Fall. Und wir haben erst erfahren müssen, in den letzten Jahrzehnten, wie unsere großen Hoffnungen auf wirklich gerechtere Gesellschaften im Kommunismus, aber auch in demokratischen Ländern, Länder, die sich demokratisch nennen, ohne nichts war. Und so meine ich auch, sicher Puyi war einer Gehirnwäsche ausgesetzt, aber man sollte ihm einfach auch zugestatten, dass er vielleicht tatsächlich so etwas erfahren hat wie die große Hoffnung auf eine neue, gerechtere Gesellschaft. Denn auch eins sollte man erwähnen, zur gleichen Zeit, als Mao seine Bürger umerzog, brachte Stalin und der Sowjetunion einen nach dem anderen um. Die Memoiren des letzten Kaisers von China, Puyi. Ich war Kaiser von China.